Ja, Herr Präsident, Herr Gemeindepräsident, Herr Gemeinderatspräsident, Frau Nationalrätin, Herr Nationalrat, liebe Emmentalerinnen und Emmentaler, Berner und Bernerinnen, liebe Miteigenossen, liebe Frauen und Männer. Für die, die von da sind, ist es klar. Und für die, die von auswärts kommen, rufe ich sie in Erinnerung, wir sind heute im Emmental. Ich habe vor einem Jahr Bechtholz-Veranstaltungen, wir sagen dem den Bechtelistag, sie sagen dem Bätzelistag. Es ist der 2. Januar das erste Mal eine Veranstaltung gemacht, die für Politiker ein bisschen selten ist, nämlich über die Grundlagen von unserem Land, über die Grundlagen von der Politik, etwas Historisches, aber was zu tun hat mit unserem Land. Letztes Mal in Arberg, wo wir den Ochsenbein, den Minger und den Anker gewürdigt haben. Die kommen alle aus dem Seeland. Ich weiss, dass die Journalisten gesagt haben, der spielt. Jetzt spielt der Blocher total. 2. Januar, morgen am 10 Uhr. In Arberg, da kommt kein Mensch. Einer habe ich gesagt, mal, ich nehme die Frau mit, dann habe ich schon einen Besucher. Es war auch hier wie heute. Die Leute sind gekommen, weil die Leute wollen nämlich auch, und das gehört zur Unterschätzung der Bevölkerung, von denen, die sagen, es kommt niemand, die Leute wollen nämlich auch etwas hören über ihre Grundlagen. Es scheint, dass Bechtelistagsveranstaltungen Tradition bekommen. Ihr seid die Zweite und ich habe schon einen Haufen Anfragen für das nächste Jahr. Schön. Das Emmental kenne ich persönlich eigentlich nur von Familienerlebnissen, von den Ferien. Wir sind oft mit unserer Familie hier im Emmental gewesen. Und warum? Wegen Gotthelf. Der hat uns das Emmental näher gebracht. Meine Frau, die noch viel mehr liest als ich und ich, wir haben viele junge Jahre den Gotthelf studiert und so ist uns das Emmental näher geworden. Wir haben das Emmental durchwandert. Wir sind einmal 3 Wochen, das ist jetzt weit über 30 Jahre her, in Lauperschwil in einem alten Bauernhaus gewesen und sind durch die Gegend gewandert. Wir erinnern uns an die wunderbaren Wanderungen von der Lüderen Alp zum Napf. Wir hatten hier erst 3 Kinder, das 4. später kam. Das 3. in 9 Monaten auf dem Rücken vom Vater. Und die Kleinen sind hier beeindelt über die wunderbaren Hügel. Jetzt darf ich etwas nicht sagen, wie mir die Frau verboten hat. Sie hat mir dem heute Morgen gesagt, ich soll dir nicht sagen, dass die 9-Jährige da die Tochter sei, die das Baselleckli ausführen. Also sage ich es halt nicht. Die wunderbare Aussicht von der Lucht in Emmental in die Alpen über. Wir haben die historischen Städte besucht. Wir haben den Kind den Schulweg gemacht vom Simon Gfeller. Uhr ist zu gut, wenn sie den noch nie gemacht haben. Machen Sie den, aber Sie müssen Sie den gut bewappnen. Es ist eine Sau lang, wo der in die Schule musste. Die Lützel fliehen natürlich an den Ort von der Gotthelf-Film. Glunke, wo ja ihre Gemeinde steht, wie der Nationalrat eben gesagt hat. Hat zwar zweimal schauen, aber bin vorbeigefahren, weil jedes Mal war ein Garde mit Leuten. Da habe ich gesagt, nein, du kannst nicht gehen, da kommst du nicht mehr fort. Die wunderbare Kirche von Würzbrunnen, die unvergesslichen Landschaften, die sich eingeprägt haben. Die Emmentaler Landschaft, die hat einfach etwas Unglaubliches. Und darum schön, dass sie singen, ich bin ein Emmentaler und sind noch stolz darauf, können sie sein. Ich bin keiner, aber ich bin ein Berner. Das ist mein ursprünglicher Bürgerort in der ärmsten Gemeinde. Was es hier gegeben hat, ist mein Urgroßvater eingebürgert worden, nämlich die Schattenhalt bei Bär Meiringen. Also der Vorsitzende hat gesagt, Weiningen sei eine der grössten Gemeinden. Wir haben es in Schattenhalt gesagt, wir sagen es.
Auf jeden Fall sind eure Berge weniger hoch, das kann ich euch sagen. Das Engelhorn gehört dann zu uns und der große Laubigletscher. Also. Aber sonst ist Schattenhalb, hat glaube ich 5 Monate keine Sonne, darum heisst es so. Also da sind wir besser gesegnet. Viele werden fragen, wieso macht der Blocher da so Heimkunde in der heutigen Zeit? Das ist doch eine kleine Region. Da die Heimtümmelei hat mir einer geschrieben. Heute ist doch ganz anders Mode. Die Welt, das Grenzenlose, Fairness, global ist Mode. Und jetzt schnurrt der über Semmental. Ja, leider ist das andere die grosse Mode. Ihr seht ja, was rauskommt. Ihr könnt jeden Tag die Zeitung lesen. Ihr merkt, wer was im Griff hat. Leider werden heute in den Schulen, mindestens im Kanton Zürich, die Heimkunde hat man gestrichen. Schweizer Geschichte gibt es nicht, Schweizer Geografie nicht. An der Universität hat man den Lehrstuhl für Schweizer Geschichte abgeschafft. Da habe ich gesagt, ja, das ist klar. Wenn sie die Schweizer Geschichte abschaffen wollen, rede ich darüber. Da kommt der schon besser raus als so ein linker Professor. Schauen Sie, die Folgen sind auch sichtbar. Heimatlosigkeiten, die Wurzelungen sind die Folgen. Nein, wer die Welt anschaut und die Geschichte weiss, natürlich wachsen Bäume. Und wir wachsen Bäume weit. In den Himmel wachsen sie auch nicht. Aber alles, was Laub hat und blüht, hat eine Wurzel. So ist es auch mit den Menschen. Die Menschen kommen von einem her, sie haben eine Wurzel. Und der Boden, die eigene Herkunft ist wichtig. Die Landschaft prägt den Menschen. Und das sieht man vor allem bei dem Taler. Sehen Sie bis zum Dürrenmatt, Elisabeth Müller und so weiter, könnte ich noch viel aufzählen. Das prägt beim Gotthelf natürlich ganz besonders. Leute, die nicht recht wissen, wo Semmental ist und was Semmental ist, die, wenn man sagt Emmental, sagen die allermeisten sofort Jeremias Gotthelf. Gotthelf! Ja. Das hat natürlich beiträgt auch die wunderbaren Filme vom grossen Regisseur Franz Schneider, den er gemacht hat über die Gotthelf-Romäne. Hat so da in einer von ihrer Zeitungen, ich habe das noch gesehen, im Restaurant aufgelegt, auf Oberaargau oder was, dass es steht, hat einer gesagt, das sei ein furchtbarer Film. Wenn die anschauen, nur weil sie nicht Wüste sind, hat er gefunden, es sei ein wüster Film. Die wollen heute wüste Filme, keine schöne. Ich habe die schönen lieber, vor allem, wenn sie den ganzen Inhalt zum Ausdruck bringen. Der Gotthelf hat Semmental auch beschrieben. Der Albert Pizius, der Pfarrer von Lützelflüe, war kein Emmentaler. Er ist ein Bernburger, ein Städter, zu Murten geboren, aber von seinem 36. Lebensjahr an, für 22 Jahre, hat er in Lützelflüe predigt, geamtet, Seelsorge betrieben. Und vor allem geschrieben, er hat so ein Arbeitspensum auf den Tisch gelegt, dass seine Gesundheit massiv Schaden genommen hat und darum früher gestorben ist. Was hat er gesagt zum Emmental? Eng begrenzt ist sein Horizont von waldigen Hügeln, an deren Fuß sich unzählige Täler ziehen, von rauschenden Bächen bewässert, die in stillem Murmeln ihr Geschiebe wälzen, bis sie den Schoß der Emme finden. Sie haben ja gehört, alleine in der Gemeinde Wieningen 62 Kilometer. Auch der Emmentaler hat er beschrieben. Also der Mensch im Emmental, nicht der Käse. Der Emmentaler und die Emmentalerinnen. Was hat er gesagt? Rasch ergreift er das Neue nicht. Aber was er einmal ergriffen hat, das hält er fest mit wunderbarer Zehrkraft.
Viel spricht er nicht. Lärm treibt er nicht. Aber wo er einmal Hand anlegt, da lässt er nicht ab, bis alles in Ordnung ist. Und wenn er einmal losbricht, so wahre man seine Glieder. Jetzt müssen wir wissen, ich war 22 Jahre da gewesen. Und er hat seine Glieder etwa, die müssen in Sicherheit bringen, weil er natürlich nicht gerade ein Diplomat war. Ich habe ein anderes Erlebnis an den Emmentaler, namentlich die Stelle vom Gotthelf. Viel spricht er nicht. Als wir einmal mit der Familie von Dürrenrot über sind, auf Eriswil. Es ist eine wunderbare Tour. Und als wir dort auf der Postautohaltestelle gewartet haben, meine Frau und ich, die kleinen Kinder hier, also das älteste in der dritten Klasse, der ist im ersten Klasse, der neunmonatigste hier, ist der so zu uns angestanden. Ich sehe ihn heute noch. So richtig gut genährt, so um die 100 Kilo herum. Ja, ich habe das gern. Mit einem Stumpen im Mund in den Hosenträger sehe ich ihn heute noch vor der Stau, wo er uns so angeschaut hat, aber nie etwas gesagt hat. Und ich dachte, ich bin ja ein Zürcher, wir reden ja mehr. Dann habe ich ihm so etwas gesagt, schön ist es da und so. Hat er gesagt, ja, ja. Und ich dachte, ja, gesagt, ich glaube, gescheiter nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, denke, was geht dich das an? Dann kam eine Zeit, die hat er gefragt, woher kommen wir? Dann haben wir gesagt, wir sind von Dürrenrot hergelaufen. Dann hat er gesagt, aha. Hat er ein Sätzchen gesagt, da die da mögen haben. Dann hat er etwa 30 Sekunden wieder nichts gesagt. Dann hat er gesagt, da die da mögen haben. Habe ich gemerkt, aha, das ist ein anderer Sinn. Jetzt nimmt der Kind ins Visier, die haben da mögen. Es ist wieder lange nichts gesagt worden. Dann hat er gesagt, da die da mögen haben. Wieder ein anderer Sinn. Jetzt hat er die Strecke im Kopf gehabt. Und dann hat wieder lang nichts gegangen, hat er nochmal einen Satz gesagt. Da die da mögen haben. Den Satz habe ich manchmal gebraucht, die hei und mir selber auch gesagt, wie einer mit diesen paar Worten vier verschiedene Bedeutungen kann bringen, ist doch wunderbar. Ich habe immer gesagt, das ist ein Rhetoriker. Sie sehen, es steckt viel drin. Und das habe ich mir viel, das ist auch für mich in der Sprache, wenn man die Leute muss anreden muss, wenn man mit wenigen Worten die Leute kann erreichen kann, wenn man etwas hinten dran hat. Der hat etwas gedacht, hat etwas gesagt. Und ich habe die Geschichte einmal erzählt und einmal einen Grind geworfen, einen Politiker, der 5 Minuten an mich angeschnurrt hat, mit etwa 40 Sätzen, habe ich gesagt, nimm dir den von Eriswil als Vorbild. Der hat nur 5 Wörter gebraucht und hat 4-mal einen Satz gesagt und jedes Mal einen grossen Inhalt. Und du hast jetzt 5 Minuten geschnurrt mit 20 Sätzen und hast immer noch nichts gesagt. So, gehen wir zum Gotthelf. Wer ist denn der Gotthelf gewesen? Im Winter 1836, also mit 39 Jahren, ist der Albert Bizius, der Pfarrer, in langen Nachtstunden in seiner Studierstube gesessen und hat geschrieben. Geschrieben wie im Fieber. Er ist nicht ins Bett. Mehrmals hat die Frau gesagt, er soll endlich aufhören, mache die Gesundheit kaputt. Er musste schreiben, wie nachher sein ganzes Leben. Wie mit Fluten ist es über ihn rausgekommen. Er hat hier ein Thema genommen, das heute auch behandelt wird, aber heute ungerecht behandelt wird, nämlich das Thema von der Verdingkind. Der Anker und der Gotthelf waren sich ähnlich mit den Menschen, aber nicht ungerecht, die hat die Menschen gern gehabt.
auch der Gotthelf. Der Gotthelf hat gewusst, für dein Kind muss jemand aufnehmen, nämlich die Familie. Er war nicht gegen das Kind gewesen, das heute da die jungen Historiker mit vollen Büchern da, jetzt Tage kritisieren, wenn man überall da die Verdingkinder aufgenommen hat. Es hat auch hier beides gegeben. Gute Pflegeeltern und schlechte. Die guten Gesinder, müssen Sie mal den Ueli den Knecht und Ueli den Pächter lesen. Das waren Verdingkinder, das Vreneli, die Unternehmersfrau im Ueli den Pächter. Die waren gut gehalten. Die Frauen haben vor allem eine grosse Rolle gespielt, die sie hatten. Aber auch der Ueli, der Knecht, war ein weiser Bub. Er hat schon gewusst, dass das muss schon sein muss. Aber es hat auch Missstände gegeben. Und angeprangert hat er vor allem die Gemeinde. Also die Obrigkeit. Warum? Man hat damals von den Kindern, die ja die Gemeinde musste finanziell aufkommen, hat man etwas nicht Schönes gemacht, man hat die versteigert. Wie das Vieh. Aber beim Vieh ist es viel besser. Der kommt der, der den höchsten Preis zahlt. Und da hat man dem das versteigert, wo man am wenigsten hat müssen zahlen. Man hat den Preis ausgerufen, wer nimmt das Mädchen für 100 Franken. Der eine gerufen, ich nehme es für 90, ich nehme es für 80, für 70. Und der, der am Schluss da geblieben hat, hat es bekommen. Der, der 10 Franken gezahlt hat, hat es bekommen. Und das hat natürlich einen falschen Anreiz gehabt. Jetzt sind wir beim Bonussystem. Ein falsches Anreizsystem. Der, der am wenigsten gezahlt hat, hat es natürlich auch der gehabt, der gesagt hat, dann gebe ich wenig Essen. Er kostet mir nichts. Oder ich plage den so mit der Arbeit, dann bringt er mir etwas. Und das hätte das hat der Gotthelf anprangert. Nichts von Ding gewesen. Und nicht die Bauern hat er schlecht angestellt. Nicht die Leute, die es genommen haben, sondern die Obrigkeit, die Falsches gemacht hat, dass einer fast musste schlecht umgehen, damit er auf die Rechnung kam. Der Gotthelf hat gesagt, der Bauer fragt dann nicht, kannst beten, sondern kannst arbeiten und das wird gefährlich. Und darum hat er ein Buch geschrieben und er hat gesagt, jetzt muss ich den Leuten den Spiegel vorheben, damit sie sehen, wie es ist. Nicht nur denen, die da sind, sondern allen sollen es sehen. Und er hat dem Buch gesagt, der Bauernspiegel oder die Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf von ihm selbst geschrieben. Er wollte nicht zeigen, dass er es ist. Er hat gesagt, es soll niemand merken, dass das der Pfarrer Albert Pizius ist. Er hat schon gemerkt, da komme ich auf den Grind über. Die Frau hat ihm gesagt, hör auf mit deiner Schriftstellerei, das gibt nur Mais. Die Frau warnt ja den Mann. Also ich habe das schon manchmal gehört im Leben. Und sie hat auch gesagt, du machst deine Gesundheit kaputt, was er dann auch gemacht hat. Und wo er fertig war mit dem Buch, hat es den Freund gegeben zum Lesen und die haben gesagt, du das ja nicht veröffentlichen, das gibt einen riesen Mais. Die Sprache ist gar scharf und herb. Habe ich auch schon einmal gehört. Es könnte nicht gut sein und der Gotthelf hat gesagt, ich muss etwas ändern, ich muss etwas verbessern, ich muss sagen, wie es ist. Der Gotthelf ist ein Realist. Er hat nicht die Leute dargestellt, wie er es gerne gehabt, sondern er hat sie dargestellt, wie sie gsi sind. Weil er nicht gewusst hat, soll ich es veröffentlichen oder nicht, hat er Folgendes gemacht. Er soll am Morgen früh, als er übers Feld ist, links und rechts von der Straße eine Lerche gesehen haben. Also Zingvögel, nicht Bäume. Zingvögel, zwei Lerchen. Dann hat er gesagt, so, wenn ich komme, fliegen die auf. Wenn sie streichen, wenn sie über das Feld weggehen, dann bleibt das in der Schublade. Wenn sie sofort aufsteigen und trillern und jubilieren, wie das die Lerchen ja machen, dann veröffentliche ich es. Kaum hat er es gedacht, sind die Töchchen jubiliert. Hat er gesagt, so fertig, kann sagen, wann er will. Es wird veröffentlicht. Sie sehen, wir können froh sein, dass da die Lerchen drauf sind. Es ist gut rausgekommen. Hätte er das in die Schublade tun,
hätte mir kein Dichter Jeremias Gotthelf. Warum hat er dem Bub Jeremias Gotthelf gesagt? Das eine ist der Jeremias, das ist der Prophet aus dem Alten Testament, der Vorname. Und der Gotthelf hat er will sagen, das ist der Bub, dem hilft Gott, die Mühsal im Leben zu überstehen. Gleich wie der Albert Danke gesagt hat, ich will malen, siehe, die Welt ist nicht verloren, die Welt ist nicht verdammt. Sie merken langsam, wo mich der Albert Danke reinbringen, weil die Parallelen sind relativ gross. Aber kaum hat das veröffentlicht, ist das Buch gekauft worden, ganz verrückt. Für den Verleger ein Riesengeschäft. Diskutiert, Land auf, Land ab. Ein paar haben es gerühmt, aber die allermeisten haben es tadelt. Wegen der Sprache. Natürlich, das höre ich gerade, wie sie sagen. Er hat ja schon recht, aber so sollte man es nicht sagen. Immer wieder das Gleiche, oder? Nein, aber so schreibt man doch nicht. So redet man doch nicht. Man redet doch ganz anders. Ich kenne das alles. Ich kann mitfühlen, um Gott helfen. Es hat ihn geplagt, es war ihm nicht gleich. Er hat gemerkt, ich habe bald mehr Feind als Freund in der eigenen Gemeinde. Und jetzt hat er den Emmentaler etwas anders geschildert, als ich am Anfang gesagt habe. Er hat gesagt, die Emmentaler sind ein eigenes Volk, Egoisten, weil sie meist abgesondert wohnen, daher zugleich verschlossen und etwas stolz. Ein jeder meint, er sei herrlich auf seiner Festung. Hat natürlich Freude, und haben wir nicht gelesen, er sei herrlich auf seiner Festung. Ich wohne nämlich in Herrliberg. Meine Damen und Herren, der Bauernspiegel war der Ausgang für seine Schriftstellerei. Er hat es nicht können lassen und er hat ein mächtiges Werk hinterlassen. Er hat über sich selber Bilanz gezogen, wie das Menschen haben, die eben etwas bewegen. Ich bin beliebt, ich bin verhasst, aber keinem gleichgültig. Ja, da ist es so. Aber das ist des Teufels, dass man mir von allen Seiten, dass man mich von allen Seiten stößt und dass ich getreten werde. Wenn man in keines der Hörner, wo sie einem da sagen, man soll das benutzen, man soll so reden, man soll anders reden, man soll so auftreten, wenn man in keines der Hörner, die einem wechselweise von allen Seiten an den Mund gestoßen werden, sodass noch die Zähne brechen, wenn man keines dieser Hörner blasen will, sondern es vorzieht, für sein eigenes Mundwerk ein eigenes Horn zu haben und eine eigene Tonart, dann bin ich verflucht. Tröstlich, der eigenständige Mensch, der Verantwortung trägt, kennen das Dilemma, sagen das eigenwillige Wissenschaftler, Unternehmer, Industrielle, Führungspersonen, Bauern, Pfarrer, Lehrer und eigenständige Politiker. Ich weiss, der Gotthelf hat mir von berufener Seite geschildert, als ich bin. Aber weil der Gotthelf eine solide, gute Wertordnung hat, nichts gehalten hat von Ideologien, hat er mich immer fasziniert. Ich habe eine eigene Sicht von Gotthelf. Für mich, weil ich ein Leben lang in der Führung gestanden bin, bei einem internationalen Konzern, für mich ist der Jeremias Gotthelf eine gute, moderne Führungslehre. Menge junge Unternehmer, die bei mir waren, und kommen immer Leute, kommen, schreiben, wenn Rat, fragen, wie soll ich es machen? Also es gibt auch die, die kommen und sagen, ich will gerne eine Karriere machen, wie soll ich das machen? Dann sage ich immer, das weiss ich nicht. Mach das, was du machst, kannst recht, wenn du etwas bist, wirst du vielleicht etwas und sonst wirst du nichts. Aber der Gotthelf, das habe ich schon manchem gesagt, lies Jeremias Gotthelf. Das ist eine gute Führungsliteratur. Lies vor allem Uli der Knecht und Uli der Pächter, dann weisst du, wie du führen musst. Gilt für alle, nicht nur für Unternehmer. Der Gotthelf hat Figuren beschrieben, wie sie sind im Leben. Der mächtige Bodenbauer.
Der Ueli, der Knecht, das war dann nicht ein Tugendhell, oder? Der hat angefangen zu saufen und wiebern und alles. In jungen Jahren gesagt, ich das arme Knechtli. Und dann müsst ihr schauen, wie ein Meister mit seinem Angestellten umgeht, dann wissen was ein guter Unternehmer ist. Bodenbäuerin, die die Fäden zieht, die schaut mit dem Mann zusammen, dass der Pächter zuerst Meisterknecht wird. Ein Pächter wird, Unternehmer wird, eine rechte Frau heiratet. Das Vreneli, das vaterlose Kind, wo man gesagt hat, er hat keinen Vater und keine Mutter, man müsste nicht recht, oder die Mutter hat man schon gekannt, aber den Vater nicht. Die Frauen, wenn die dafür sorgen, dass der eine rechte Frau heiratet, da sieht man ja hinter jeder Frau, das habe ich schon lange gesehen, hinter jeder Frau steckt ja eine Kupplerin, oder? Die wollen immer schauen, dass man eine rechte Frau heiratet. Und sie ist ja vielleicht gar nicht so schlecht rausgekommen. All das steckt im Gotthelf hinein und ist für Führungsleute von grosser Bedeutung. Fängt schon an mit der Erziehung, das, was der Gotthelf schon gemacht hat. Der hat ja einen schwächlichen Sohn gehabt, hat auch Albert geheissen. Was hat er gemacht? Dort, der Stadtbürger in dem behaglichen Pfarrhaus Lützelflüh. Er hat ein Waisenhaus auf Burgdorf. Zu den Ärmsten, zu den Benachteiligsten. Und der Sohn heimgekommen ist und gesagt hat, ja, das Essen sei nicht gut und ich habe furchtbar Heimweh, hat er gesagt. Das macht nichts. In der Jugend muss man die Entbehrung lehren. Schau, als ich in Bern studiert habe, in den teuren Jahren, da hat es manchmal hat's zum Mittag eine Wurst gegeben und zum Abend und zum Nachtessen konnten wir noch die Rinde essen. Er hat meint Wurst heute. Der ist übrigens Pfarrer geworden, der Sohn, der Schwächlich. Die vierte Generation hat natürlich sehr Freude gehabt. Der Gotthelf hat viel gemacht in der Jugenderziehung. Armenanstalten gegründet. Die Armenerziehungsanstalt Drachselwald für verschupfte Buben. Er war Schulinspektor. Er war für die allgemeine Schulpflicht. Er hat das Ideal vertreten wie der beste Lotzi. Aber er ist natürlich auch angestoßen. Er hat seine Sachen geschrieben. Leiden und Freuden eines Schulmeisters. Er hat die Obrigkeit massiv kritisiert, weil die Lehrer haben die Nacht müssen weben, weil sie so wenig Lohn hatten. Dann sind sie natürlich eingeschlafen in den Schülern. Die Schüler sind nicht recht in die Schule gekommen. Und er hat heftige Berichte geschrieben als Schulinspektor. Zum Beispiel hat er einen Bericht abgeliefert aus der Gemeinde Lützelflüh. Dort hat er geschrieben, im Durchschnitt des Winters findet sich kaum die Hälfte der Kinder in der Schule ein. In den zwei ersten Monaten nicht ein Drittel, ein 50. versucht sich an Aufsätzen, ein 75. verirrt sich beim Rechnen in Brüchen und ein 758. weil die Lützelflüh hat 758 Schüler gehabt. Ein 758. der Schüler kann, wenn sie die Schule verlassen, wissen, wo kleine und große Anfangsbuchstaben stehen. Und 0,758 bildet einen vernünftigen Satz. Da hat er abgeliefert und gesagt, ihr müsst etwas machen. Wir müssen doch schauen, dass die Kinder lesen und schreiben können, wenn es gehen. Und wenn es so ist, man sagt dann nicht, danke vielmals, dass das kritisiert ist, sondern sagen, gut, so ein Schulinspektor, wenn wir nicht mehr uns haben, rausgehen. Der Gotthelf hat gewusst, den Dreck zu entdecken, Missstempel decken, das bringt nichts, auch wenn es angenehm ist für die, die für das verantwortlich sind. Er hat gewusst, manchmal muss laut und unanständig sein, wenn du etwas Gutes bewirken willst. Korrekt und leislich und anständig sein, damit du nicht anstossest, das bringt nichts. Polemik, Polarisierung, Provokation sind dem Gotthelf nicht freundlich gewesen.
Manchmal hat das Gefühl, er hat noch Freude daran. Er hat auch gut Gebrauch gemacht von dem. Er hat aber gewusst, die Imagepflege ist nichts. Lob und Anerkennung ist angenehm, aber es steht halt manchmal einem guten Resultat im Weg. Selbstverständlich hat er sich verdorben mit der Obrigkeit, vor allem mit der Berner Regierung. Er hat dann auch ausgeteilt. Also da muss man dann nicht, Unverständnis haben, wenn die verrückt sind. Er hat gesagt, in Bern, da sägen unter diesen neuen Gesetzen, die sie gemacht haben, sägen alles Mistlöcher, er müsse es ein bisschen lüften und so weiter. Also er hat schon gewusst, was er macht. Aber seine Literatur hat eine unglaubliche Verbreitung gehabt, weit über Semmental aus, weit über die Schweiz aus. Im ganzen deutschen Raum war der Gotthelf gelesen und er war heute noch gelesen. Und etwas können Sie sehen. Seine Kritiker, wegen denen machen wir keinen Vortrag in wenigen. Die Zeit ist über die weggegangen, von denen redet niemand mehr. Aber der hat überlebt. Wir machen ja da Ihnen eigentlich heute eine Siegerehrung für Abwesende. Weil alle drei sind ja gestorben, sie haben zum Teil im letzten und vorletzten Jahrhundert gelebt. Aber die Bedeutung ist da, die haben sich selber überlebt. Ganz interessant, auch für Führungsleute, ist die Wichtigkeit der Frauen in der Führung. Nicht für die, die selber führen. Das ist natürlich sowieso, dann ist es gleich wie beim Mann. Sondern die nicht selber führen. Bei dem Gotthelf kann man viel lernen über das Geschick der Frauen in der Führung und in der über die Führungspsychologie der Frauen. Ich habe mir das früher zu eigen gemacht. Das habe ich auch beim Gotthelf gelernt. Ich habe in meinem Unternehmen nie einen Direktor angestellt, ohne dass ich voran seine Frau gesehen habe. Der Einfluss der Frau auf die Männer, das hat der Gotthelf gemerkt. So umgekehrt habe ich nie gemacht. Ja, nie, wenn ich eine Sekretärin angestellt habe, den Mann will ich sehen. Ich habe schon gewusst, Männer haben nicht viel Einfluss auf Frauen. Am Anfang habe ich das beim Gotthelf gelernt. Und nachher habe ich es selber erlebt, als ich geheiratet war. Ich habe mir als Unternehmer eben das Zeigen gemacht und das rate ich vielen. Und ich weiss, dass was ich jetzt sage, das widerspricht natürlich dem heutigen Gleichheitswahn, wo sagt, sagen alle gleich. Da muss ja darüber reden. Und auch natürlich die Emanzipation der Ehegatten. Man hat immer gesagt, die Emanzipation der Frau. Nein, sie ist von den Ehegatten. Auch wenn das nicht dazu passt, beim Gotthelf kann man es nachlesen. Schauen Sie die Figuren an, Uli den Knecht und Uli den Pächter. Schauen Sie die Frauenbilder an. Was wäre der Uli den Pächter als Unternehmer geworden, wenn er nicht täte und er neben draußen war, wo er gemeint hat, er müsse jetzt geizig sein, damit das Zeug beieinander hat. Und da die Halunken, die herum waren, die ihm das Geld wollten abknüpfen, da. Der Müller, der traurig war, oder? Wenn ich sie gesagt habe, pass auf, was machst du? Dort, wo er eine Kuh verkauft und einen ein Mantel übers Ohr haut, hinten dran, seine Frau Vreneli gehabt, du weißt ganz genau. Du hast ihn übers Ohr gehauen. Er hat noch Recht bekommen beim Gericht, aber er hat das Leben lang darunter gelitten, bis er es rückgängig gemacht hat und zu dem gegangen ist und gesagt, los, ich habe ihn übers Ohr gehauen. Und hat die Sache in die Tonne gebracht. Merken Sie etwas? Das ist auch Führung. Und bei vielen habe ich das im Leben entdeckt. Schade, dass er keine rechte Frau hat. Eine rechte Frau hätte mit von dem Blödsinn abgeraten. Im Hintergrund. Gut, ich muss aufpassen. Ich habe mal gesagt, wo einer gefragt hat mich, warum sind sie etwas geworden, habe ich gesagt, ja, man sagt, hinter jedem rechten Mann steckt eine rechte Frau. Dann ist in der Diskussion so eine Frau aufgestanden. Ich sehe sie heute noch rothörige. Sehr wüste Frau.
Und er sagte zu mir, so ein Mann, er sagte, das ist typisch für Sie. Bei Ihnen steht natürlich die Frau hinten dran und nicht vorne dran. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich Sie geheiratet hätte, wäre Sie vorne gestanden, aber dann wäre ja auch nicht etwas geworden. Meine Damen und Herren, Bedeutung von Gott helfen, und man muss ihn lesen. Und ich rate jedem Mann, lesen Sie ihn, wo ich da letztes Jahr eine Dummheit gemacht habe, mich wieder für eine neue Veranstaltung begeistert habe. Habe ich musste die vorbereiten, habe ich einmal Bauchweh und sagen, was machst du auch immer da, die Arbeit, die du hast, habe ich wieder die Gotthelf gelesen. Auch der Uli der Knecht, Uli der Pächter, Käse Rhein, der Feefreude, muss ich ihnen sagen, wieder gesagt, nein, was ist das? Ein Gewinn und hochaktuell! Hochaktuell. Er ist auch ein Vorbild, der Gotthelf. Er hat sich mit der Umgebung befasst. Mit der Gemeinde, wo er zuhause war, das sein Auftrag war, mit der Seelsorge, mit den Leuten, mit den Menschen, mit dem Emmental. Für die ganze Welt hat er sich nicht verantwortlich gefühlt, obwohl er durch das eine Bedeutung bekommen hat für die ganze Welt. Und heute meinen sie, man müsse für die ganze Welt verantwortlich sein. Das ist natürlich immer schön. Oder? Da sind alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Er ist das Gegenteil gewesen, der Gotthelf. Und das ist auch heute wieder da, wo wir sind. Oh, hört auf da mit diesen gigantischen Systemen. Weltfinanzsysteme, haben Sie ja gesehen, wie das zusammengeht wie Kartenhäuser. Es weiss niemand mehr, was sie gemacht haben. Niemand war verantwortlich. Es sind immer die anderen und das findest du auch nicht. Jeder erklärt, warum der Blödsinn passiert ist. Nur eins sagen sie nicht. Das kann gar niemand überblicken. Der Mensch muss schauen, dass er das bisschen, das er überblicken kann, Verantwortung tragen kann. Und das gilt nicht nur für die Banken, die Wirtschaft, auch für die Politik. Das merken Sie heute. Wir kommen dann noch zu dem Thema, dass die Schweiz für sich geschaut hat. Und darum geht es ihnen weniger schlecht als den anderen, die für alles verantwortlich sind. Der Gotthelf ist immer einsamer geworden, in der Gemeinde mehr gefürchtet, als dass sie ihn gern hatten. Von der Regierung verschupft und verflucht. Und er gestorben ist, hat es nicht grosse, seitige Würdigungen gehabt, was er für ein Prachtsmensch war und wo aufzählt ist, in welchen Kommissionen er überall auch noch war und so weiter. Sondern also die üblichen Lobhudeleien, die man ja. Da ist immer, wenn ich so eine Lobhudelei in der Zürich-Zeitung sehe, dann denke ich, ja, das ist, glaube ich, nichts. Ja, Sie kennen ja, das gilt mir ja. Also, im Toggenburg habe ich übrigens gehört, das ist noch lustig, gibt einen Spruch bei denen. Der lügt wie an einer Abdankung, hat mir einer gesagt. Der lügt wie an einer Abdankung, habe ich gesagt. Ist das, sagen die, oder? Sagen mir die. Ich sage, ja, das ist jetzt interessant. Also eine Lobhudelei hat Gotthelf nicht gehabt. Eine Zeitung hat geschrieben, aus dem Kanton Bern, Zeitung. In Lützelflü ist unser berüchtigter Volksschriftsteller Jeremias Gotthelf, in Klammer Albert Bizius, Klammer geschlossen, gestorben. Friede dem Unfrieden. Basta, fertig. Aber wir reden über den. Und über den, der das geschrieben hat, redet niemand mehr. Meine Damen und Herren, der Gotthelf ist aktuell geblieben. Und der Gotthelf hat das, was er in diesen 36 Jahren in dem Emmental bekommen hat, hat er weitergetragen und ist hoch aktuell. Die Welt, so hat jemand das Schlusskapitel zusammengefasst, ein grosser Gotthelf-Forscher von Uli der Pächter.
Die Welt mag im Argen liegen, wer sich aber der Lebenswirklichkeit stellt und sich von soliden Werten und Gottvertrauen lenken lässt, geht nicht unter. Das ist Botschaft von Jeremias, Gott helf. Und da sind wir froh. Meine Damen und Herren, das zum Jeremias, Gott helf. Wenn Sie mehr wollen wissen, lesen Sie ihn. Die Lützenflüe hat 758 Schüler gehabt. Ein 758. der Schüler kann, wenn sie die Schule verlassen, wissen, wo kleine und große Anfangsbuchstaben stehen. Und 0,758 bildet einen vernünftigen Satz. Da hat er abgeliefert und gesagt, ihr müsst etwas machen. Wir müssen doch schauen, dass die Kinder lesen und schreiben können, wenn es gehen. Und wenn es so ist, man sagt dann nicht, danke vielmals, dass das kritisiert ist, sondern sagen, gut, so einen Schulinspektor wenn wir nicht mehr und sie haben rausgefallen. Der Gotthelf hat gewusst, den Dreck zudecken, Missstempel decken, das bringt nichts, auch wenn es angenehm ist für die, die da verantwortlich sind. Er hat gewusst, manchmal muss laut und unanständig sein, wenn du etwas Gutes bewirken willst. Korrekt und leislich und anständig sein, damit du nicht anstossest, das bringt nichts. Polemik, Polarisierung, Provokation sind dem Gotthelf nicht Freund gewesen. Manchmal hat das Gefühl, er hat noch Freude daran. Er hat auch gut Gebrauch gemacht von dem. Er hat aber gewusst, die Imagepflege ist nichts. Lob und Anerkennung ist angenehm, aber es steht halt manchmal einem guten Resultat im Weg. Selbstverständlich hat er sich verdorben mit der Obrigkeit, vor allem mit der Berner Regierung. Er hat dann auch ausgeteilt. Also da muss man dann nicht Unverständnis haben, wenn die verrückt sind. Er hat gesagt, in Bern, da sägen unter diesen neuen Gesetzen, die sie gemacht haben, sägen alles Mistlöcher, er muss es ein bisschen lüften und so weiter. Also, er hat schon gewusst, was er macht. Aber seine Literatur hat eine unglaubliche Verbreitung gehabt, weit über Semmental aus, weit über die Schweiz aus, im ganzen deutschen Raum war der Gotthelf gelesen und er ist heute noch gelesen gewesen. Und etwas können Sie sehen. Seine Kritiker, wegen denen machen wir keinen Vortrag in wenigen. Die Zeit ist über die weggegangen, von denen redet niemand mehr. Aber der hat überlebt. Wir machen ja da ihnen eigentlich heute Siegerehrung für Abwesende. Weil alle drei sind ja gestorben, sie haben zum Teil im letzten und vorletzten Jahrhundert gelebt. Aber die Bedeutung ist da, die haben sich selber überlebt. Ganz interessant, auch für Führungsleute. Uli der Knecht, Uli der Pächter, Käser Rein der Fehlfreude, muss ihnen sagen, wieder gesagt, nein, was ist das? Ein Gewinn und hochaktuell. Hochaktuell. Er ist auch ein Vorbild, der Gotthelf. Er hat sich mit der Umgebung befasst. Mit der Gemeinde, wo er zuhause war, das sein Auftrag war, mit der Seelsorge, mit den Leuten, mit den Menschen, mit dem Emmental. Für die ganze Welt hat er sich nicht verantwortlich gefühlt, obwohl er durch das eine Bedeutung bekommen hat für die ganze Welt. Und heute meinen sie, man müsse für die ganze Welt verantwortlich sein. Das ist natürlich immer schön, oder? Da sind alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Er ist das Gegenteil gewesen, der Gotthelf. Und das ist auch heute wieder da, wo wir sehen, oh, hört auf da mit diesen gigantischen Systemen, Weltfinanzsystemen. Wir haben ja gesehen, wie das zusammengeht wie Kartenhäuser. Es weiss niemand mehr, was sie gemacht haben. Niemand war verantwortlich gewesen. Es sind immer die anderen und das findest du auch nicht. Jeder erklärt, warum der Blödsinn passiert ist.
Nur eins sagen sie nicht. Das kann gar niemand überblicken. Der Mensch muss schauen, dass er für das bisschen, das er überblicken kann, Verantwortung tragen kann. Und das gilt nicht nur für die Banken, Wirtschaft, auch für die Politik. Das merken Sie heute. Wir kommen dann noch zu dem Thema, dass die Schweiz für sich geschaut hat. Und darum geht es ihr weniger schlecht als den anderen, die für alles verantwortlich sind. Für Gotthelf ist immer einsamer geworden, in der Gemeinde mehr gefürchtet, als dass sie ihn gern hatten. Von der Regierung verschupft und verflucht. Und er gestorben ist, hat es nicht grosse, seitige Würdigungen gehabt, was er für ein Prachtsmensch war und wo aufzählt ist, in welchen Kommissionen er überall auch noch war und so weiter. Sondern also die üblichen Lobhudeleien, die man ja, da ist immer, wenn ich so eine Lobhudelei in der Zürich-Zeitung sehe, denke ich, ja, das ist glaube ich nichts. Ja, Sie kennen ja, das gilt mir ja. Also, im Toggenburg habe ich übrigens gehört, das ist noch lustig, es gibt einen Spruch bei denen. Der lügt wie an einer Abdankung, hat mir einer gesagt. Der lügt wie an einer Abdankung, habe ich gesagt. Ist das, sagen die, oder? Sagen. Und noch viel mehr liest als ich und ich. Wir haben viele junge Jahre den Gotthelf studiert und sagen, so ist uns Emmental näher geworden. Wir haben das Emmental durchwandert. Wir sind einmal 3 Wochen, das ist jetzt weit über 30 Jahre her, in Lauperschwil in einem alten Bauernhaus gewesen und sind durch die Gegend gewandert. Wir erinnern uns an die wunderbaren Wanderungen von der Lüderen Alp zum Napf. Wir hatten hier erst 3 Kinder, das 4. später gekommen. Das 3. in 9 Monaten auf dem Rücken vom Vater. Und die Kleinen sind hier beindelt über die wunderbaren Hügel. Jetzt darf ich etwas nicht sagen, wie mir die Frau verboten hat. Sie hat mir dem heute Morgen gesagt, ich soll dir nicht sagen, dass die 9-Jährige da die Tochter sei, die das Baselleckerli ausführt. Also sage ich es halt nicht. Die wunderbare Aussicht von der Lucht, da sehen wir die Alpen über. Wir haben die historischen Städte besucht. Wir haben den Kind den Schulweg gemacht. Vom Simon Gfeller. Uhr ist zu gut. Wenn Sie den noch nie gemacht haben, machen Sie den, aber Sie müssen Sie den gut bewappnen. Es ist eben sau lang, wo der in die Schule musste. Die Lützelflühe natürlich an den Ort von der Gotthelf-Film gelungen, wo ja in ihrer Gemeinde steht, wie der Nationalrat eben gesagt hat. Er wollte zwar zweimal schauen, aber bin vorbeigefahren, weil jedes Mal war ein Garde mit Leuten. Da habe ich gesagt, nein, du kannst nicht gehen, da kommst du nicht mehr fort. Die wunderbare Kirche von Würzbrunnen, die unvergesslichen Landschaften, die sich eingeprägt haben. Die Emmentaler Landschaft, die hat einfach etwas Unglaubliches. Und darum schön, dass sie singen. Ich bin ein Emmentaler und sind noch stolz darauf, können sie sein. Ich bin keiner, aber ich bin ein Berner. Das ist mein ursprünglicher Bürgerort in der ärmsten Gemeinde, die es hier gegeben hat. Ist mein Urgroßvater eingebürgert worden, nämlich Schattenhalt bei Bern Meiringen. Also der Vorsitzende hat gesagt, Weiningen sei eine der grössten Gemeinden. Wir haben es in Schattenhalt gesagt, wir sagen es. Auf jeden Fall sind eure Berge weniger hoch, da kann ich euch sagen. Das Engelhorn gehört dann zu uns und der Rosenlaube-Gletscher. Also. Aber sonst ist Schattenhalb, hat glaube ich 5 Monate keine Sonne, darum heisst es so. Also da sind wir besser gesegnet. Viele werden fragen, wieso macht der Blocher da so Heimkunde in der heutigen Zeit? Das ist doch ein kleines Unglaubliches. Und darum schön, dass sie singen. Ich bin ein Emmentaler und sind noch stolz darauf, können sie sein. Ich bin keiner, aber ich bin ein Berner. Das ist mein ursprünglicher Bürgerort in der ärmsten Gemeinde, die es hier gegeben hat. Ist mein Urgroßvater eingebürgert worden,
nämlich Schatten halt bei Bär Meiringen. Also der Vorsitzende hat gesagt, Weiningen sei eine der grössten Gemeinden. Wir haben es in Schattenhalb gesagt, wir sagen es. Auf jeden Fall sind eure Berge weniger hoch, da kann ich euch sagen. Das Engelhorn gehört dann zu uns und der Rosenlaube-Gletscher. Also. Aber sonst ist Schattenhalb, hat glaube ich 5 Monate keine Sonne, darum heisst es so. Also da sind wir besser gesegnet. Viele werden fragen, wieso macht der Blocher da so Heimatkunde in der heutigen Zeit? Das ist doch eine kleine Region. Da die Heimatdümmelei hat mir einer geschrieben. Heute ist doch ganz anders Mode. Die Welt, das Grenzenlose, Fairness, global ist Mode. Und jetzt schnurrt der über Semmental. Ja, leider ist das andere die grosse Mode. Ihr seht ja, was rauskommt. Ihr könnt jeden Tag die Zeitung lesen. Dann merkt ihr, wer was im Griff hat. Leider werden heute in den Schulen, mindestens im Kanton Zürich, die Heimatkunde hat man gestrichen. Schweizer Geschichte gibt es nicht, Schweizer Geografie nicht. An der Universität hat man den Lehrstuhl für Schweizer Geschichte abgeschafft. Da habe ich gesagt, ja, das ist klar. Wenn sie die Schweizer Geschichte abschaffen wollen, rede ich darüber. Da kommt der schon besser raus als so ein linker Professor. Schauen Sie, die Folgen sind auch sichtbar. Heimatlosigkeiten, die Wurzeligen sind die Folgen. Nein, wer die Welt anschaut und die Geschichte weiss, natürlich wachsen Bäume. Und wir wachsen Bäume weit. In den Himmel wachsen sie auch nicht. Aber alles, was Laub hat und blüht, hat eine Wurzel. So ist es auch mit den Menschen. Die Menschen kommen von einem her, sie haben eine Wurzel. Und der Boden, die eigene Herkunft ist wichtig. Die Landschaft prägt den Menschen. Und das sieht man vor allem bei dem Taler. Sehen Sie bis zum Dürrenmatt, Elisabeth Müller und so weiter, könnte ich noch viel aufzählen. Das prägt beim Gotthelf natürlich ganz besonders. Man redet doch ganz anders. Ich kenne das alles. Ich kann mitfühlen am Gotthelf. Es hat ihn geplagt, es war ihm nicht gleich. Er hat gemerkt, ich habe bald mehr Feind als Freund in der eigenen Gemeinde. Und jetzt hat er den Emmentaler ein bisschen anders geschildert, als ich am Anfang gesagt habe. Er hat gesagt, die Emmentaler sind ein eigenes Volk, Egoisten, weil sie meist abgesondert wohnen, daher zugleich verschlossen und etwas stolz. Ein jeder meint, er sei Herrli auf seiner Festung. Hat natürlich Freude, und haben wir nicht gelesen, er sei Herrli auf seiner Festung. Ich wohne nämlich in Herrliberg. Meine Damen und Herren, der Bauernspiegel war der Ausgang für seine Schriftstellerei. Er konnte es nicht lassen und er hat ein mächtiges Werk hinterlassen. Er hat über sich selber Bilanz gezogen, wie das Menschen haben, die eben etwas bewegen. Ich bin beliebt, ich bin verhasst, aber keinem gleichgültig. Ja, das ist es so. Aber das ist des Teufels, dass man mir von allen Seiten, dass man mich von allen Seiten stößt und dass ich getreten werde. Wenn man in keines der Hörner, wo sie einem da sagen, man soll das benutzen, man soll so reden, man soll anders reden, man soll so auftreten, wenn man in keines der Hörner, die einem wechselweise von allen Seiten an den Mund gestoßen werden, sodass noch die Zähne brechen, wenn man keines dieser Hörner blasen will, sondern es vorzieht, für sein eigenes Mundwerk ein eigenes Horn zu haben und eine eigene Tonart, dann bin ich verflucht. Tröstlich, der eigenständige Mensch, der Verantwortung trägt, kennt das Dilemma. Sagen das eigenwillige Wissenschaftler, Unternehmer, Industriellen, Führungspersonen, Bauern, Pfarrer, Lehrer und eigenständige Politiker.
Ich weiss, der Gotthelf hat mir von berufener Seite geschildert, als ich bin. Aber weil der Gotthelf eine solide, gute Wertordnung hat, nichts gehalten hat von Ideologien, hat er mich immer fasziniert. Ich habe eine eigene Sicht vom Gotthelf. Für mich, weil ich ein Leben lang in der Führung gestanden bin, bei einem internationalen Konzern, für mich ist der Jeremias Gotthelf eine gute, moderne Führungslehre. Menge junge Unternehmer, die... Herr Nationalrat, liebe Emmentalerinnen und Emmentaler, Berner und Bernerinnen, liebe Miteidgenossen, liebe Frauen und Männer, für die, die von da sind, ist es klar. Und für die, die von auswärts kommen, rufe ich es in Erinnerung, wir sind heute im Emmental. Ich habe vor einem Jahr Bechtolz-Veranstaltungen, wir sagen dem den Bechtelistag, sie sagen dem Bätzelistag. Es ist der 2. Januar, das erste Mal eine Veranstaltung gemacht, die für Politiker ein bisschen selten ist, nämlich über die Grundlagen von unserem Land, über die Grundlagen von der Politik, etwas Historisches, aber was zu tun hat mit unserem Land. Letztes Mal in Arberg, wo wir den Ochsenbein, den Minger und den Anker gewürdigt haben. Wir kommen alle aus dem Seeland. Ich weiss, dass die Journalisten gesagt haben, der spielt. Jetzt spielt der Blocher total. 2. Januar, morgen um 10 Uhr in Arberg, da kommt kein Mensch. Einer hat gesagt, mal, ich nehme die Frau mit, dann habe ich schon einen Besucher. Es war auch hier gewesen, wie heute. Die Leute sind gekommen, weil die Leute wollen nämlich auch, und das gehört zur Unterschätzung von der Bevölkerung, von denen, die sagen, es kommt niemand. Die Leute wollen nämlich auch etwas hören über ihre Grundlagen. Es scheint, dass Bechtelistagsveranstaltungen Tradition bekommen. Ihr seid die Zweite und ich habe schon einen Haufen Anfragen für das nächste Jahr. Schön. Das Emmental kenne ich persönlich eigentlich nur von Familienerlebnissen, von den Ferien. Wir sind oft mit unserer Familie hier im Emmental gewesen. Und warum? Wegen Gotthelf. Der hat uns das Emmental näher gebracht. Meine Frau, die noch viel mehr liest als ich und ich, wir haben viele junge Jahre den Gotthelf studiert und so ist uns das Emmental näher geworden. Wir haben das Emmental durchwandert. Wir sind einmal 3 Wochen, das ist jetzt weit über 30 Jahre her, in Lauperschwil in einem alten Bauernhaus gewesen und sind durch die Gegend gewandert. Wir erinnern uns an die wunderbaren Wanderungen von der Lüderer Alp zum Napf. Wir hatten hier erst 3 Kinder, das 4. später kam. Das 3. in 9 Monaten auf dem Rücken vom Vater. Und die Kleinen sind hier beindelt über die wunderbaren Hügel. Und Emmentaler, Berner und Bernerinnen, liebe Miteidgenossen, liebe Frauen und Männer, für die, die von da sind, ist es klar. Und für die, die von auswärts kommen, rufe ich es in Erinnerung, wir sind heute im Emmental. Ich habe vor einem Jahr Bechtolz-Veranstaltungen, wir sagen dem den Bechtelistag, sie sagen dem Bätzelistag. Es ist der 2. Januar, das erste Mal eine Veranstaltung gemacht, die für Politiker ein bisschen selten ist, nämlich über die Grundlagen von unserem Land, über die Grundlagen von der Politik, etwas Historisches, aber was zu tun hat mit unserem Land. Letztes Mal in Arberg, wo wir den Ochsenbein, den Minger und den Anker gewürdigt haben, wir kommen alle aus dem Seeland. Ich weiss, dass die Journalisten gesagt haben, der spielt. Jetzt spielt der Blocher total. 2. Januar, morgen um 10 Uhr in Arberg, da kommt kein Mensch. Einer hat gesagt, mal, ich nehme die Frau mit, dann habe ich schon einen Besucher. Es war auch hier wie heute.
die Leute sind gekommen, weil die Leute wollen nämlich auch, und das gehört zur Unterschätzung von der Bevölkerung, von denen, die sagen, es kommt niemand, die Leute wollen nämlich auch etwas hören über ihre Grundlagen. Es scheint, dass Bächtelistagsveranstaltungen Tradition bekommen. Ihr seid die Zweite und ich habe schon einen Haufen Anfragen fürs nächste Jahr. Schön. Semmental kenne ich persönlich eigentlich nur von Familienerlebnissen, von den Ferien. Wir sind oft mit unserer Familie hier im Emmental gewesen. Und warum? Wegen Gotthelf. Der hat uns Semmental näher gebracht. Meine Frau, die noch viel mehr liest als ich und ich, wir haben viele junge Jahre den Gotthelf studiert und so ist uns Emmental näher geworden. Wir haben das Emmental durchwandert. Wir sind einmal 3 Wochen, das ist jetzt weit über 30 Jahre her, in Lauperschwil in einem alten Bauernhaus gewesen und sind durch die Gegend gewandert. Wir erinnern uns an die wunderbaren Wanderungen von der Lüderer Alp zum Napf. Wir hatten hier erst 3 Kinder, das 4. später kam. Das 3. in 9 Monaten auf dem Rücken vom Vater. Und die Kleinen sind hier beeindelt über die wunderbaren Hügel. Jetzt darf ich etwas nicht sagen, wie man es die Frau verboten hat. Sie hat mir dem heute Morgen gesagt, der Berner, das ist mein ursprünglicher Bürgerort in der ärmsten Gemeinde. Von Stoke hat, ist mein Urgroßvater eingebürgert worden, nämlich Schattenhalt bei Bern Meiringen. Also der Vorsitzende hat gesagt, Wieningen sei eine der grössten Gemeinden. Wir haben es in Schattenhalt gesagt, wir sagen es. Auf jeden Fall sind eure Berge weniger hoch, da kann ich euch sagen. Das Engelhorn gehört dann zu uns und der Rosenlaube-Gletscher. Also, aber sonst ist Schattenhalt. Hat, glaube ich, 5 Monate keine Sonne, darum heisst es so. Also da sind wir besser gesegnet. Viele werden fragen, wieso macht der Blocher da so Heimkunde in der heutigen Zeit? Das ist doch eine kleine Region. Da die Heimtümmelei hat mir einer geschrieben. Heute ist doch ganz anders Mode. Die Welt, das Grenzenlose, Fairness, global ist Mode. Und jetzt schnurrt der über Semmental. Ja, leider ist das andere die grosse Mode. Ihr seht ja, was rauskommt. Ihr könnt jeden Tag die Zeitung lesen. Dann merkt ihr, wer was im Griff hat. Leider werden heute in den Schulen, mindestens im Kanton Zürich, die Heimkunde hat man gestrichen. Schweizer Geschichte gibt es nicht. Schweizer Geografie nicht. An der Universität hat man den Lehrstuhl für Schweizer Geschichte abgeschafft. Da habe ich gesagt, ja, das ist klar. Wenn sie die Schweizer Geschichte abschaffen wollen, rede ich darüber. Da kommt der schon besser raus als so ein linker Professor. Schauen Sie, die Folgen sind auch sichtbar. Heimatlosigkeiten, die Wurzelungen sind die Folgen. Nein, wer die Welt anschaut und die Geschichte weiss, natürlich wachsen die Bäume. Und wir wachsen die Bäume weit, in den Himmel wachsen sie auch nicht. Aber alles, was Laub hat und blüht, hat eine Wurzel. So ist es auch mit den Menschen. Die Menschen kommen von einem her, sie haben eine Wurzel. Und der Boden, die eigene Herkunft ist wichtig. Die Landschaft prägt den Menschen und das sieht man vor allem bei dem Taler. Sehen Sie bis zum Dürrenmatt, Elisabeth Müller und so weiter, könnte ich noch viel aufzählen. Das prägt beim Gotthelf natürlich ganz besonders. Leute, die nicht recht wissen, wo Semmental ist und was Semmental ist, die, wenn man sagt Emmental, sagen die allermeisten sofort gelehrt. Ich habe in meinem Unternehmen nie einen Direktor angestellt, ohne dass ich voran seine Frau gesehen habe. Der Einfluss der Frau auf die Männer, das hat der Gotthelf gemerkt. Das Umgekehrte habe ich nie gemacht. Ja, nie, wenn ich eine Sekretärin angestellt habe, den Mann will ich sehen.
Ja, schon gewusst. Männer haben nicht viel Einfluss auf die Frauen. Am Anfang habe ich das beim Gotthelf gelernt. Und nachher habe ich es selber erlebt, als ich geheiratet war. Ich habe mir als Unternehmer eben das Zeigen gemacht und das rate ich vielen. Und ich weiss, dass was ich jetzt sage, das widerspricht natürlich dem heutigen Gleichheitswahn, wo sagt, sagen alle gleich. Da muss man ja darüber reden. Und auch natürlich die Emanzipation der Ehegatten. Man hat immer gesagt, die Emanzipation der Frau. Nein, sie ist von den Ehegatten. Auch wenn das nicht dazu passt, beim Gotthelf kann man es nachlesen. Schauen Sie die Figuren an, Uli den Knecht und Uli den Pächter. Schauen Sie die Frauenbilder an. Was wäre der Uli den Pächter als Unternehmer geworden, wenn er nicht täte und er neben draussen war, wo er gemeint hat, er müsse jetzt geizig sein, damit das Zeug miteinander hat. Und da die Halunken, die herum waren, die ihm das Geld wollten abknüpfen, da. Der Müller, der traurig war, oder? Wenn ich sie gesagt habe, pass auf, was machst du? Dort, wo er eine Kuh verkauft und einen ein Mann übers Ohr haut, hinten dran seine Frau Vreneligkeit, du weißt ganz genau. Du hast ihn übers Ohr gehauen. Er hat noch Recht bekommen im Gericht, aber er hat das Leben lang darunter gelitten, bis er es rückgängig gemacht hat und zu dem gegangen ist und gesagt: Los, ich habe ihn übers Ohr gehauen. Und hat die Sache in die Tarnung gebracht. Merken Sie etwas? Das ist auch Führung. Und bei vielen habe ich das im Leben entdeckt. Schade, dass er keine rechte Frau hat. Eine rechte Frau hätte mit von dem Blödsinn abgeraten. Im Hintergrund. Gut, ich muss aufpassen. Ich habe mir gesagt, wo einer gefragt hat, mich, warum sind sie etwas geworden, habe ich gesagt, ja, man sagt, hinter jedem rechten Mann steckt eine rechte Frau. Dann ist in der Diskussion so eine Frau aufgestanden. Ich sehe sie heute noch rothörige, sehr wüste Frau. Und er hat zu mir, so ein Mann, hat gesagt, das ist typisch für sie. Bei ihnen steht natürlich die Frau hinten dran und nicht vorne dran. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich sie gehöre,